Ja, hallo und herzlich willkommen zur OrgaTV, heute live vom Saarbrücker Unicampus. Mein Name ist Kevin und ich darf euch heute durch die erste Sendung von OrgaTV im Sommersemester 2011 führen oder begleiten, wie man auch sagt. Ja, das neue Semester hat begonnen und für uns Studenten ist es ja nicht immer ganz einfach. Zum einen muss der Stundenplan neu zusammengestellt werden, aber auch so Sachen wie die Wohnung muss mal wieder geputzt werden, aber auch ja, der Körper muss von dem Nachtmodus quasi auf den Tagmodus umprogrammiert werden. Ich hoffe, ihr habt das alle gut überstanden und begrüße euch alle recht herzlich hier zur neuen Sendung. Für die Macher von OrgaTV ist es auch immer eine große Herausforderung am Anfang eines jedes Semesters, denn das ganze OrgaTV-Team muss neu zusammengestellt werden, gefunden werden und geschult werden. Das fängt an von den Redakteuren, Technikern, Kameraleuten, ja bis hin zu den Moderatoren. Und genau die wollen wir heute in der ersten Sendung hier suchen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, ich habe hier eine fachkundige Jury bei mir. Ich begrüße ganz herzlich, ja fange mal rechts an von mir aus gesehen, die Frau Dr. Stefanie Müller. Das, genau. Das hätte er hingekriegt. Frau Dr. Stefanie Müller auf der nächsten Seite steht es. Dann machen wir mit der Dame weiter, die Kirsten Prakatz und Herr Professor Dr. Scholz ebenfalls vom Orga-Lehrstuhl hier in der Universität des Saarlandes. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Wir freuen uns. Dankeschön. Genau, es geht ja heute um die neuen Moderatoren für OrgaTV. Vielleicht mal die Frage an Sie, Herr Professor Dr. Scholz. Was muss denn ein Moderator so mitbringen, Ihrer Meinung nach? Also geht es eher um das Äußere, geht es um die Wortwahl oder was bringt dieser Moderator, was sollte er denn mitbringen? Ja, also wir werden letztlich sagen, dass es ums Äußere geht. Das geht gar nicht. Es geht um innere Werte, es geht um lauter solche Sachen wie innere Werte. Nein, es geht um eine gewisse Art von Spontanität. Es geht um die Idee, dass man irgendwie mit der Kamera gut umgehen kann. Ja, also freundlich in die Kamera lächelt, wo immer die Kamera gerade ist. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann wirklich auch ein Semester durchhält, weil das ist keine ganz leichte Aufgabe. Das kann ich mir vorstellen. Genau, jetzt war schon genug gequatscht. Es haben sich 8 Moderatorinnen und Moderatoren beworben um den Platz hier an meiner Stelle. Ab nächster Woche geht's los. Und in 3 Rubriken werden wir heute oder jetzt in der Sendung die Moderatoren auswählen. Also die Jury wertet nach jeder Runde eine Rubrik aus und dann verlässt uns wieder immer ein Moderator. Die Moderatoren hatten in der ersten Runde die Aufgabe, in einer Stunde mit der Kamera ein kleines Video zu drehen, was sie so ein bisschen darstellt, also was den Moderator oder die Moderatorin darstellt, was sie auszeichnet, woher sie kommen, ihre Identität ein bisschen zu zeigen. Und die ersten 4 Videos, die schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin Ali, 27. Woher ich komme, das ist recht kompliziert. Ich bin in Konstanz geboren. Mit 2 Jahren bin ich dann in die Türkei. Für die Grundschule bin ich nochmal für 2 Jahre nach Deutschland und wieder zurück in die Türkei. Das liegt einfach daran, dass meine Eltern wollten, dass ich beide Kulturen richtig kennenlerne. So ist es dann auch geworden. Nachdem ich mein Abitur gemacht habe, bin ich zurück nach Deutschland gekommen. Ich wollte BWL studieren. Da meine Schwester hier ihr Master macht, war es auch eine gute Idee. Und ich hatte auch schon im Internet geschaut und gesehen, dass Universität des Saarlandes einen recht guten Ruf hat. Darüber auch Orga jetzt. Okay, und du möchtest jetzt den Moderator für Orga TV machen? Ja, ich bin recht interessiert daran. Ich habe schon ein paar Sendungen gesehen und fand das ganz lustig und würde auch selbst gern dahinter stehen. Ich denke auch, ich könnte das gut machen, weil ich gut auch mit Menschen umgehen kann. Und das wird sich natürlich jetzt auch noch zeigen. Hallo, heute haben wir einen besonderen Gast in unserer Sendung. Sie möchte sich als Moderatorin für OrgaTV bewerben. Stell dich vielleicht bitte mal kurz selbst vor. Hallo, mein Name ist Emma Wasenmüller und ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Saarbrücken. Ja, und was studierst du? Ich studiere BWL im 4. Semester und ich habe bei Professor Scholz auch schon das Opfer-Saal-Menschheit gehört. Hat es dir gefallen? Ja, auf jeden Fall. Gut. Was machst du so in der Freizeit? In meiner Freizeit spiele ich Theater, also jeden Freitag treffen wir uns zum Proben. Ja. Und ich habe schon seit 10 Jahren mache ich das. Und in diesen 10 Jahren habe ich sehr viele verschiedene Stücke mitgespielt und hatte auch sehr viele lustige Rollen. Aha, okay. Und was war deine Lieblingsrolle bisher? Also ich liebe Rollen, bei denen ich richtig böse sein kann. Normalerweise bin ich sehr lieb und nett und so. Und dann kann ich mal aus mir rausgehen und jemanden anschreien und das ist echt lustig. Okay, das ist ja
Jetzt bist du im Organ-TV habe ich nicht machen, oder? Ja. Außer es ist nötig. Okay, okay. Und damit denkst du also, dass du als Moderator geeignet bist? Ja, also ich denke schon, weil durch Theater bin ich sehr spontan und kreativ und kann auch gut improvisieren, falls irgendwas los ist und in der Regie oder sonst irgendwas. Ja. Und dann kann ich ein bisschen was erzählen, was dann überleitet. Okay, super. Gut. Also falls euch diese Bewerbung gefallen hat oder angesprochen hat, dann meldet einmal. Ja, hallo, mein Name ist Johannes Mosler, ich bin 20 Jahre alt, wohne hier in Saarbrücken. Ich studiere jetzt im vierten Fachsemester BWL hier an der Hochschule Saarbrücken. Momentan mache ich jetzt hier im Sommersemester das Medienpraktikum am Lehrstuhl von Dr. Professor Scholz hier bei OrgaTV. Ich habe schon vorher diverse Schlüsselkompetenzen beim Professor Dr. Scholz besucht. Die waren alle durchweg positiv, kann nur Gutes darüber berichten. Deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, jetzt hier das Praktikum zu machen. Natürlich hat uns dann Professor Scholz direkt ins kalte Wasser geworfen, jetzt direkt hier in der ersten Sendung, wollte einen Contest zwischen den Kandidaten machen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum bin ich qualifiziert für den Job als Moderator. Also ich bin filmbegeistert schon von klein auf, alle Walt Disneys. Mittlerweile bin ich auch großer Fan von ProSieben. Da interessiert mich vor allem, was hinter den Kulissen abgeht, wie so eine Moderation überhaupt aufgebaut ist. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich jetzt hier am Praktikum teilnehme. Des Weiteren bin ich dafür qualifiziert durch meine Durchsetzungsfähigkeit. Das zeigt sich schon von klein auf. Bin ich in einer Großfamilie mit 3 Schwestern und 3 Brüdern aufgewachsen. Da musste man immer kämpfen, um erfolgreich aufs Wort zu gehen. Das sieht man auch in meinem schweren Verlauf. Ich bin ein Kampfsportler, mache seit 7 Jahren Jiu-Jitsu, auch mit Wettkampfschwerpunkt und jetzt seit kurzem auch Krav Maga. Dadurch habe ich halt ein relativ strammes Zeitmanagement, muss also den Spagat zwischen Studium und Sport schaffen. Hallo, mein Name ist Luis Becker, ich bin 20 Jahre alt und studiere Betriebswirtschaftslehre im vierten Semester. Ich komme aus St. Wendel und pendle deswegen jeden Tag mit Bus und Bahn hier nach Saarbrücken zur Universität. Und ich bin jetzt Teil des neuen OrgaTV-Teams hier am Lehrstuhl Professor Dr. Scholz, der sich auch für die erste Sendung ein Moderatoren-Casting gewünscht hat. Deswegen sitze ich auch hier und erzähle euch jetzt ein bisschen was über mich. Ja, er hat uns halt ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil das hier ist unsere erste praktische Stunde sozusagen. Also erste Praxiserfahrung hier. Habt ein bisschen Mitleid mit mir, wenn es nicht so toll ankommt. Ja, wie ich auf dieses Praktikum überhaupt gekommen bin. Ich habe viel Gutes darüber gehört von verschiedenen Personen. Also scheint das OrgaTV-Team das letzte ziemlich gut Werbung gemacht zu haben. Ebenso hat Professor Dr. Scholz das auch in seiner Lesung vorgestellt. Und auf seiner Seite hat man auch viele Informationen darüber gefunden. Da ich ja ein Praktikum machen muss, habe ich gedacht, ja, hier Lehrstuhlprofessor Professor Dr. Scholz, ideal, habe ich auch schon eine Schlüsselkompetenz gemacht und auch die war super. Und aus dem Grund sitze ich jetzt auch hier. Was mich speziell für diesen Moderatorenjob auszeichnet, ist, ich habe zwar noch keine direkte Praxiserfahrung gesammelt, allerdings ist Interesse auf jeden Fall da. Und was mich besonders auszeichnet als Person, würde ich sagen, ich bin sowieso jemand, der ohne Punkt und Komma redet, wie ein Wasserfall. Und ich denke, dass das für einen Moderator definitiv keine schlechte Eigenschaft ist. Ja, das waren sie. Die ersten 4 Kandidaten hier für meine Position. Ab nächster Woche geht's los. Und mal die Frage an Sie, Frau Dr. Müller. Gibt es schon so einen Favoriten oder sagen Sie, okay, Sie wollen sich noch ein bisschen bedeckt halten? Schwierig. Also ich fand, sie haben alle das Ganze recht gut rübergebracht, also alle frei gesprochen und konnten sich ein Stück weit gut vergleichen, was aufgefallen ist. Die letzten beiden waren so vom Setting recht ähnlich, auch so ein bisschen in dem, was sie erzählt haben, wie die Fragen aufgebaut waren. Da hätte ich mir ein bisschen mehr auf die Wettbewerbssituation vielleicht gewünscht. Oh, die erste Kritik. Zwischen den beiden. Das ist die Nummer. Das gehört dazu. Ja, ja, ja. Das passt schon. Ansonsten, weiß ich noch nicht genau. Ich habe noch keinen endgültigen Favoriten. Okay, macht ja auch gar nichts. Wir sind ja erst bei der Halbzeit. Es kommen nämlich noch 4 weitere Kandidaten und die seht ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung von OrgaTV. Mein Name ist Michelle Mlappach. Ich bin 19 Jahre alt, studiere im vierten Semester BWL. Und ich möchte mich hiermit als Moderatorin für dieses Sommersemester bewerben.
Meine Hobbys sind Fotografieren, Reisen, mich mit Freunden treffen und ins Kino gehen. Ich denke, dass ich dafür ganz gut geeignet bin, da ich bereits ein paar Erfahrungen gesammelt habe, Interviews zu führen. Ich habe vor ein paar Jahren bei Borussia Neunkirchen Interviews mit Fußballspielern geführt. Diese finden Sie bei sportcast.com. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und vielleicht bis nächste Woche. Schalten Sie wieder ein, Mittwoch 18:18 Uhr für ORGA TV. Cut! Ich würde sagen, ich kann Ihnen fast schon gratulieren. Das war wirklich das Beste, was wir heute gehört haben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Mittwoch. Oh, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, danke schön, das freut mich. Tschüss, tschüss. Oh, cool. Oh, ich muss gleich die anrufen. Hallo, ich habe den Job, ich bin Moderatorin bei ORGA TV. Ich bin ein Einzelkind und deswegen muss ich im Mittelpunkt stehen. Hallo. Ich bin die Patricia. Ich bin 23 Jahre alt, studiere VSLT. Das ist vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft sowie Translation. Normalerweise sagt man auch Übersetzen und Dolmetschen. Weil ich nämlich kein BWLer bin. Ich habe ein bisschen mehr mit Sprache zu tun und sollte deswegen auch vor der Kamera stehen. Ja, ich bin der Philipp, ich bin 21 Jahre alt und wie er wahrscheinlich schon raushört, komme ich aus der Umgebung von hier. Also für die meisten Schwenker unter euch, ich bin also ein waschechter Saarländer und habe viel Verständnis für euch und kann da gut mitreden. Und was machst du hier an der Uni? Ja, an der Uni des Saarlandes studiere ich wie die meisten von euch BWL, jetzt im 6. Semester. Und gefällt mir hier sehr gut, das ist eine, denke ich, renommierte Universität. Und Wie bist du zu ORGA TV gekommen? Ja, zu ORGA TV, das war der Weg über die Vorlesung Personalmanagement vom Herrn Professor Scholz. Ich war da von ihm sehr angetan, von seiner lockeren Art, wie er mit Menschen umgehen konnte. Und das hat mir dann ein bisschen Inspiration gegeben, selbst das Lenkrad mal sozusagen in die Hand zu nehmen und das Ganze selbst mal ein bisschen zu verkörpern. Wieso möchtest du Moderator für ORGA TV werden? Ja, als Moderator, daran reizt mich vor allem die Art, mit den Menschen offen und ehrlich umzugehen und aber doch das eine oder andere Späßchen mal einzulegen und ihnen dann vor allem was Lustiges zu entlocken, wie ihr merkt. Ich bin ja ein lustiger Zeitgenosse und werde die Sendung wahrscheinlich dann somit lustig und spaßig gestalten. Hallo, mein Name ist Sarah, ich bin 24 Jahre alt und studiere im 9. Semester BWL aus Überzeugung. Und mein Hauptfach ist Marketing und ich würde gerne die ORGA-TV-Moderatorin werden, da ich sehr gerne rede. Und ja, dann kann ich endlich mal legal reden und nur die Regie kann mich stoppen. Neben meinem Studium arbeite ich selbstständig als Promoterin, Servicekraft, Messehostess, Nachhilfelehrerin und auch Babysitterin. Und ja, somit bin ich Dienstleisterin für alle Fälle. Auf meiner Liste fehlt jetzt nur noch die Moderation. Und darum lautet mein Moderationsrezept für jeden Mittwochabend um 18.18 Uhr eine Mischung aus Unterhaltung und Information, verfeinert mit einer Prise Humor. Und wenn ich gerade mal nicht Professor Dr. Scholz Vorlesung lausche, hält mich nicht im Haus. Dank der Natur ich durch die Stadt. Bespaße ich meine Freunde oder fordere meine Mama im Garten zum Tischtennis heraus. So, und im Sommer findet ihr mich hier und könnt mich zu einer Beachvolleyball-Challenge herausfordern.
Ja, das waren sie, unsere 8 Bewerbervideos. Und ich würde sagen, wir machen es wie bei Dieter Bohlen und Co. Frage an die Jury: Wer ist im Recall? Wer fliegt raus? Welche 3 Kandidaten müssen uns da jetzt schon verabschieden? Also gehen. Gut, wir haben jetzt ganz intensiv viele Stunden diskutiert. Das war also eine schwere Entscheidung. Wir haben uns im Prinzip, weil die alle recht gut waren, also das waren wirklich alle gut, alle konnten gut sprechen, alle hatten sich das gut überlegt. Das Kriterium für uns war ein bisschen die Frage oder die Beantwortung der Frage, wie habe ich mich dargestellt? Das war für uns ein bisschen das Kriterium, weil ORGTV auch ein bisschen abwechslungsreich sein soll, etc. Und da war schon gleich mal die 2, die sich im Prinzip fast gleichartig in diese Schule reingesetzt haben, okay, haben da ein bisschen Pech gehabt. Also wir verabschieden uns von? Wir verabschieden uns von Johannes und Luis. Johannes. Also nochmal, die haben alle gut geredet, es war auch alles gut, nur irgendein Kriterium müssen wir nehmen. Und Luis. Okay. Und dann, tja, sie deutet auf Philipp. Auf Philipp, okay. Und auch leider von Philipp verabschieden wir uns. Ansonsten war, wie gesagt, im Wesentlichen Setting das Interessante. Das fing so mit der Kaffeetasse an, die fand ich gut, bis hin zu sonstigen Dingen. Okay. Also jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Genau. Es geht auch gleich weiter. Wir haben noch dabei Ali, Emma, Michelle, Patricia und Sarah. Und wir starten auch gleich schon mit der 2. Runde. Für die 2. Runde habe ich mir charmante Unterstützung rausgesucht. Ich begrüße recht herzlich die Hanna, ebenfalls vom Lehrstuhl hier von Herrn Professor Dr. Scholz. Hallo. 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 Bitte schön, dein Stuhl. Und wir haben uns jetzt was überlegt für die 2. Runde. Unsere Kandidaten sollen unsere Hanna interviewen. Und das Thema wird ein sehr heikles Thema sein. Vielleicht kannst du kurz sagen, was das Thema sein wird. Also das Thema wird das sein, was jetzt in den Medien diskutiert wurde bezüglich Bornheim D, wie es geschlossen wurde und warum die Studenten da rausgeworfen wurden. Und du hast mir eben erzählt, du hast auch irgendwie einen persönlichen Bezug dazu. Ist jetzt nicht gestellt, sondern wirklich, der wäre? Ich habe da tatsächlich gewohnt und musste tatsächlich umgesiedelt werden. Okay, also ein sehr heikles Thema für unsere Kandidaten. Und die 2. Runde sieht so vor, wir holen die Kandidaten nacheinander rein, die bekommen von mir das Mikro und haben dann 90 Sekunden Zeit, ein kurzes Interview mit Hanna zu machen. Und wir sind gespannt auf die Reaktionen von Hanna und auch von den Kandidaten. Und wir fangen an mit dem Ali. Ich bitte einfach mal der Ali hier zu uns im Studio. Sehen die anderen was das Interview? Die anderen sehen auch das Interview, genau. Unser Ali. Und dann würde ich aber die anderen vor die Tür draußen schicken, dass sie das gar nicht sehen, was hier interviewt wird. Okay. Sie sehen es nicht. Ach so, okay, die Regie gut. Sagt, sie sehen es nicht, sind schon raus. Wir und glauben, Ali, immer der du Regie. Hast das Mikro, du weißt, um was es geht? Das geht, ja. 90 Sekunden laufen für dich ab jetzt. Hallo Hanna, wie geht's dir? Gut. Es würde dir natürlich wahrscheinlich besser gehen, wenn du jetzt noch in Bornheim D wohnen dürftest. Warum meinen Sie das? Es heißt ja, ihr müsst im Bornheim D raus. Wie fühlst du dich dabei? Schlecht. Wie kam es überhaupt dazu? Also hast du eine Ahnung, was da passiert ist? Wie hat sich das Ganze entwickelt für dich von der Studentenseite aus? Also für mich, ich habe von einem Tag auf den anderen Nachricht bekommen, man muss raus, irgendwas stimmt mit Brandschutz nicht. Wie waren die Instituten, zum Beispiel die ASTA oder die Dekan-Universität in allgemein zu dir? Haben sie dich informiert? Haben sie versucht, dir irgendwie dabei zu helfen, dass man da Lösungen finden kann? Alle haben darüber gesprochen, wirklich was getan hat niemand. Das ist das Problem. Woran denkst du, liegt das? Werdet ihr dann nochmal informiert später? Das kann ich nicht beurteilen. Ah, verstehe. Wie sieht das dann aus? Hast du dann direkt eine Wohnung gefunden? Weil es ist ja allgemein bekannt, dass zurzeit sowieso Mangel an Wohnungen sind und da plötzlich so viele Studenten auf einmal raus sind. Wie hat es dich dann gefunden? Hat die Universität zum Beispiel dir geholfen dabei? Ja, also ich habe eine Wohnung vom Studentenwerk vorgeschlagen bekommen, die natürlich nicht dem entspricht, was ich früher gehabt habe, aber immerhin eine Wohnung habe ich bekommen. Okay, das waren auch schon 90 Sekunden. Schnell ist die Zeit vorbei. Vielen Dank dir, Ali. Du kannst gern wieder rausgehen. Und wir bitten die nächste Kandidatin rein, die Emma, bitte zu uns. Guten Tag. Ali, hallo. Hallo Emma. Hallo. Hallo. Also du hast auch mitbekommen, was es geht? So ungefähr. Ungefähr, also Wohnheimauszug aus dem Studentenwohnheim D. Ja. Und du hast 90 Sekunden Zeit, jetzt ein paar kluge, kreative Fragen an unsere Hanna zu richten. Dein Mikro.
Hallo Hanna. Hallo. Also, was ist passiert? Wo? Ja, bei dir. Wieso wurdest du rausgeworfen? Das weiß ich auch nicht. Alles klar. Erzähl mal, du hast im Wohnheim D gewohnt. Ja. Was ist dann passiert? Dann musste ich ausziehen. Wieso, hast du einen Brief bekommen? Ja. Und in dem Brief stand? Alle Studenten müssen bis Ende März ausziehen. Oh je, und was hast du dann gemacht? Ich habe lange überlegt, was ich damit mache. Und Wohnung gesucht. Hast du eine gefunden? Ja. Und, ja, was machst du jetzt? Ich arbeite unter der Woche, am Wochenende gehe ich spazieren. Ah, und das mit der Wohnung hat auch nichts mit deinem Studium irgendwie gestört oder sonst irgendetwas? Natürlich hat es das gestört. Jetzt muss ich früher aufstehen, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Wie lange musst du fahren? Ich gehe zu Fuß halbe Stunde. Und wo wohnst du jetzt? In Guckelsberg. Okay. Dann vielen Dank, Emma. Das waren deine 90 Sekunden. Du kannst gerne auch wieder rausgehen. Und die nächste Kandidatin kommt zu uns. Die Michelle bitten wir herein. Hallihallo. Hallo. Du hast auch mitbekommen, was es geht? Ja. Okay, 90 Sekunden laufen für dich ab jetzt. Hallo. Hallo. Ich habe gehört, dass Sie aus dem Wohnheim D geworfen worden sind. Welche Gründe haben Sie genannt bekommen? Woher haben Sie das eigentlich gehört? Woher wissen Sie das? Ich habe das erzählt bekommen von einer Freundin, die Sie kennt. Okay. Ja, ich bin tatsächlich da rausgeworfen worden, musste umziehen. Okay, und haben Sie genug Zeit gehabt oder wie ist das abgelaufen? Was meinen Sie? Habe ich genug Zeit gehabt? Um umzuziehen oder um Ihre Sachen mitzunehmen und so weiter? Natürlich nicht. Okay, und was haben Sie, also welche Gründe haben Sie genannt bekommen? Irgendwas stimmt mit Feuerschutz bzw. Brandschutz nicht. Okay. Und was haben Sie jetzt für eine Übergangslösung? Also wo wohnen Sie jetzt im Moment oder haben Sie schnell was gefunden? Also so schnell kann man natürlich keine vernünftige Wohnung finden. Also als Zwischenlösung wurde mir dann eine Wohnung in Guckelsberg angeboten, auch Wohnheim von Studentenberg. Mhm. Okay. Ja. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank. Und du darfst gerne gehen. Wir kommen zur nächsten Kandidatin. Es geht ratzfatz hier. Die Patricia bieten wir zu uns. Hallo. Hallihallo. Hi. Und auch du hast 90 Sekunden Zeit für ein kleines Interview. Okay. Und die laufen ab jetzt. Okay, alles klar. Hallo, ich bin die Patricia. Wie ist dein Name? Ich bin die Hanna. Hallo Hanna. Mir ist so umgekommen, dass du nicht mehr im Wohnheim D weiter wohnen kannst. Was ist da genau passiert? Was wollen Sie genau hören mit der Frage? Ich weiß nur, dass du nicht mehr weiter im Wohnheim D wohnen kannst. Wo bist du im Moment? Wohnst du bei Freunden, Bekannten in Saarbrücken? Nee, so schlimm ist es nicht. Also ich habe eine andere Wohnung angeboten bekommen, aber ich musste aus Wohnheim D zwangs ausgewiesen werden. Okay, und wieso ist das so? Was ist da passiert im Wohnheim D? Irgendeine Prüfung kam und hat festgestellt, dass die Brandschutztüre nicht so sind, wie sie sein sollen. Und das ist der Grund, warum alle Menschen aus dem Wohnheim D ausziehen müssen? Offenbar schon. Okay, dann danke ich für dieses Interview. Danke. Ja, du hättest noch 30 Sekunden gehabt, aber das passt soweit. Wenn alle inhaltlichen Fragen geklärt sind, dann sind wir durch. Dann vielen Dank dir. Danke. Und wir kommen zu unserer letzten Kandidatin. Die Sarah bitten wir zu uns. Hallo. Hallihallo. Und auch du hast 90 Sekunden Zeit. Dein Mikro, bitteschön. Wunderbar. Hallo. Also, du bist aus dem Wohnheim geflogen. Ja. Und ja, findest du es berechtigt? Das ist eine schwierige Frage. Warum? Was ist denn passiert? Also Wohnheim wurde geschlossen. Das Wohnheim wurde geschlossen. Wegen Brandschutzmaßnahmen, habe ich gehört. Ja, das stimmt. Und bist du dann freiwillig rausgegangen oder warum wurdest du rausgeschmissen? Hast du demonstriert? Ich habe jetzt die Frage nicht so richtig verstanden. Bist du freiwillig aus dem Wohnheim rausgegangen oder hast du demonstriert? Bist du deswegen rausgeflogen? Also ich bin freiwillig rausgegangen, weil alle umziehen müssten. Okay, alle mussten umziehen. Hast du jetzt schon einen neuen Wohnort? Ja.
Wo wohnst du jetzt? Also ich wohne in Buckelberg. Okay, ist schöner? Nein. Ist nicht schöner? Nein. Warum? Also die Wohnung ist schlechter geschnitten, ist auch kleiner. Also mit Wasserleitungen ist es nicht so gut. Da kommt abwechselnd kaltes und warmes Wasser. Mhm. Und nicht durchgehend warmes Wasser und ist weiter von der Uni entfernt. Okay, aber wir haben doch hier eine gute Busanbindung, oder? Busanbindung schon, aber man muss dann sehr viel laufen und zwar berghoch. Aber die Brandschützen. Okay. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank dir, Sarah. Das waren unsere fünf Kandidaten und Kandidatinnen, die übrig geblieben sind. Und ja, die Frage jetzt wieder an Sie, liebe Jury. Wir müssen uns von einer Kandidatin oder Kandidaten trennen. Wer wird es sein? Also vielleicht bevor wir das Ergebnis bekannt geben, Sie zu interviewen ist verdammt schwer. Ja, das ich habe mir gegeben, dass Sie also ich hab das hier reingeschrieben, sie war etwas spröde. Das etwas habe ich dann durch sehr und jetzt steht also fürchterlich drunter. Also das ist, glaube ich, der Albtraum des Moderators. Es gab im ZDF mal auch einen Boxer, der nicht mehr geantwortet hat. Der saß nur da. Aber nachher werden alle Sendungen leichter fallen nach Interview mit mir. Das würde ich auch sagen. Ja, wir müssen uns von jemandem trennen. Kirsten. Ja. Wen nehmen Sie? Oder wen nehmen wir? Wir nehmen leider die Michelle. Die Michelle muss leider gehen. Mhm. Okay, dann geht sie auch von unserer Wand hier runter. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Hanna. Ja, ciao. Danke auch. Nimm bitte gerade den Stuhl mit raus, super, weil wir brauchen jetzt Platz hier im Studio. Denn jetzt bitten wir die verbleibenden vier Kandidaten und Kandidatinnen zu uns, den Ali, die Emma, Patricia und die Sarah, bitte rein zu uns im Studio. Und dann geht es auch gleich schon weiter mit der dritten Runde. Ich kann ja schon mal kurz erklären, um was es bei der dritten Runde geht. Also wir suchen im Optimalfall ja ein Moderationspaar. Also hier sind unsere Kandidaten. Genau, im Optimalfall suchen wir ein Moderationspaar. Das heißt, ihr seid jetzt quasi schon im Finale. Und es wird jetzt allerdings auch etwas schwieriger von den Kategorien her. Es geht jetzt darum, zuerst mal bilden wir zwei Teams, also zwei Moderationspärchen. Liebe Jury, wen würden Sie gern zusammen sehen? Ich würde mal sagen, das suchen Sie sich aus. Okay, dann bildet mal schnell Partner. Dann tauscht vielleicht gerade die Plätze. Genau. Ihr bekommt nämlich jetzt zwei Themen von mir. Es geht, das grobe Überthema ist rund ums Saarland. Und dann habt ihr eine Minute Zeit, kurz vor die Tür zu gehen und euch eine spontane, kreative Moderation zu überlegen. Ihr sollt quasi einen Fernsehbeitrag anmoderieren zu diesem Thema. Und euer Thema wird sein Heinz Becker und die Präsentation des Saarlandes in der Bundesrepublik Deutschland. Und euer Thema wird sein die Zusammenlegung von Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Ich würde sagen, die Minute läuft ab jetzt. Und eine Minute zum Vorbereiten und Anmoderation kurz und knapp prägnant, okay, dass alle Infos okay drin sind. Dann raus mit euch. Und in der Zwischenzeit frage ich einfach mal die Jury, wie sieht es aus? Gibt es jetzt schon konkretere Favoriten oder? Die liegen zu eng beieinander. Immer noch Kopfschütteln. Die liegen zu eng beieinander. Nur wir können nicht mit vier arbeiten. Ja. Das ist nicht der Punkt. Es muss ein Team gelöst werden. Und so gesehen haben wir jetzt die Wahl zwischen Team A und Team B. Okay. Ich würde es auch so nehmen, also die beiden Teams sind jetzt laufen gegeneinander. Mhm. Die konnten sich aussuchen, wer mit wem, das war eine wichtige Frage, die sie gar nicht vorbereitet waren. Weil die Teams müssen miteinander arbeiten. Okay. Punkt. OrgaTV gibt es ja schon seit 1999 und da hat man ja mit Sicherheit gerade als Chef, als Macher von OrgaTV ja so einiges schon mitbekommen, an Pannen, Pleiten, Pech und so weiter und so fort. Gibt es so eine Szene oder eine Sendung, an die Sie sich besonders erinnern? Vielleicht fangen wir bei Ihnen an, Frau Dr. Müller. Oh, das erwischt es gerade die Richtige. Was hatten wir denn an Pannen? Ich weiß, dass einmal der Ton ausgefallen ist. Ja, das war die eine Sendung mit mir. Hm? Genau, das ist einfach der Ton weg gewesen. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass wir ein richtiges Problem hatten. Genau. Das war, als ich in der Sendung war, für ein relativ wichtiges Thema. Mhm. Das Thema weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber nur, dass ich nah dran war, das gesamte Team so rauszuschmeißen, nach dem Motto, kriegen Hausverbot. Weil das ist, das wird das neue Team auch merken. Das Faszinierende an OrgaTV ist, dass das Bild, was eigentlich auf den ersten Blick schwieriger wirkt, im Regelfall nie das Problem darstellt. Okay. Das Problem stellt immer im Regelfall immer der Ton dar. Okay. Manchmal ist er gar nicht da. Ich vermute, heute ist er da. Man hat es ja vorhin in den Filmbeiträgen gesehen. Der Ton war sehr unterschiedlich da. Das heißt, der Ton ist das Gegenteil. Das heißt, die einzige Sendung, die wirklich abgebrochen werden musste wegen einem wirklich technischen Problem, war diese eine Sendung. Und das immerhin jetzt in, würde ich sagen, fast 20 Semestern. Das waren also 200, 300 Sendungen. Mhm. Aber einmal hatten wir den Flop. Wir wissen bis heute nicht, woran es lag.
Wir wissen nur, dass ein paar Minuten später es funktioniert hat. Okay. Und das hat natürlich dann den Frustpegel natürlich relativ hochgeschoben. Wir wissen bis heute nicht, was passiert war. Aber das war auch diese neue Verkabelung, wo man nicht mehr genau alle Kabel nachvollziehen kann. Die neue Technik, kann. Wie immer. Mhm. Und damals war eben die neue Technik dann schuld. Wir haben uns darauf geeinigt, es war nicht menschliches Versagen, es war die Technik, die nicht richtig mitgespielt hat. Okay, aber bevor wir uns jetzt verquatschen hier, wollen wir die ersten Kandidaten wieder reinnehmen. Wir rufen rein die Patricia und die Sarah. Okay, so schnell ist eine Minute. Hier ist die Kamera, euer Mikro. Ihr habt ein Mikro zu zweit, also ein bisschen abwechseln. Und eure Moderation bitte. Ich fange an. Also Heinz Becker ist ja ein ganz bekannter, schon fast Comedian, den man nicht nur im Saarland kennt. Ja, und wir erinnern uns alle dran, wie wir früher vor dem Fernseher mit der ganzen Familie gesessen haben und Heinz und Hilde Becker jeden Abend gesehen haben. Ich glaube, fast jeder kennt die berühmte Folge an Weihnachten mit der Christbaumspitz. Natürlich, ja. Und jetzt repräsentiert Heinz Becker ja natürlich unser Saarland. Saarländer, ja, wie wir es alle kennen, mit Hilde Becker zusammen. Und ja, das Saarland. Also für die, die es in der Bundesrepublik nicht kennen, das liegt unten direkt neben Frankreich. Das war's. Okay, dann vielen Dank. Ihr könnt gerade bei uns bleiben. Kommt nur ein bisschen nach hinten. Und wir bitten den Ali und die Emma zu uns. Auch ihr hattet eine Minute Zeit. Hier ist eure Kamera, hier ist euer Mikro. Viel Spaß. Also, das ist die richtige Frage. Pfalz und Saarland, gehören sie zusammen? Man könnte das aus zwei Perspektiven sehen. Die erste Perspektive wäre natürlich aus Verwaltungsgründen, aus Kostengründen. Es wäre billiger, wenn die zwei Länder zusammenkommen würden. Es wären weniger Minister und ja, es würde sich auf jeden Fall mal lohnen. Und andererseits, die Menschen mögen sich wohl anscheinend nicht so sehr oder zacken auf eine ganz liebe Weise. Was denkst du? Ja, also die Völker Rheinland-Pfalz und Saarland mögen sich eigentlich nicht wirklich. Und das merkt man auch her von den ganzen Pfälzer-Witzen und den Saarländer-Witzen. Und ich glaube nicht, dass die zusammengehören, finde ich. Und man darf ja nicht vergessen, über wen soll man noch Witze machen, wenn es nur ein einziges Land ist? Also, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Nicht vergessen. Okay, das war eure Anmoderation. Vielen Dank. Geht einfach mal so ein bisschen ein Stückchen nach vorne. Ja, das sind unsere vier Kandidaten. Du musst ein bisschen noch weiter zu mir. Genau, so sieht's aus. Das waren die vier Kandidaten. Und ja, ich würde fast sagen, Dieter, Silvi und Bruce, wie sieht's aus? Wir bräuchten eine Entscheidung. Das ist jetzt eine gute Frage, wer jetzt wer ist. Vielleicht können Sie ja kurz mal darlegen, was so jetzt die Auswahlkriterien waren oder was der entscheidende Faktor war. Ja, das würde voraussetzen, dass wir schon eine Entscheidung getroffen haben. Okay. Wollen Sie noch mal kurz einen Teamkreis bilden und beratschlagen? Ja, das wollen wir noch mal ganz kurz machen. Die Jury geht jetzt nochmal raus. Nein, die Jury weiß das schon. Also wir haben ein relativ klares Votum, das völlig uneinheitlich ist. Okay. Wir machen das mal transparent, auch auf die Gefahr, dass Transparenz nicht gut ankommt. Die beiden Damen haben für Sie gewotet und ich habe für Sie gewotet. Das war der Punkt. So gesehen haben wir da kein einheitliches Votum. Das macht das jetzt ein bisschen schwierig bei der ganzen Geschichte. Sie sind für Demokratie. Demokratie oder Hierarchie, ne? Das ist jetzt hier die Frage. In dem Fall ist das Demokratie das oder... Was eine Männerquote könnte auch ziehen. Nee, die Männerquote zieht nicht, die Ausländerquote zieht auch nicht. Ich bin ja auch Ausländer, also zieht auch nicht. Ich finde das stark, wie machen die das bei RTL? Das ist ja fürchterlich schwierig. Man sieht, die strahlen dann alle an und man muss irgendeine Entscheidung treffen. Also hintenrum bekommt ja eh jeder einen Vertrag. Also man muss ja nicht sagen, die Leute sind jetzt komplett raus bei OKTV, sondern wir brauchen ja auch ganz viele andere Leute noch in der Redaktion. Und ich kann aus Erfahrung sagen, eigentlich ist es ja immer so, dass die Redakteure die eigentlichen Chefs der Sendung sind, weil sie genau das schreiben, ja, was die Moderatoren sagen müssen. Von daher ist es ja nicht immer ganz schwierig. Aber wir brauchen trotzdem eine Entscheidung. Okay, wir machen es mit Ihnen beiden. Ich vote für Sie. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich sage das, ich meine, das ist jetzt. Ja? Sie machen das schon perfekt. Das ist wirklich super, wie Sie das machen. Wirklich. Sie machen das noch nicht so richtig perfekt. Und wir hatten in OrgaTV häufiger Situationen in den letzten Jahren, dass wir mit Teams gestartet haben, die irgendwie etwas anders waren, die nicht so perfekt, die irgendwie anders waren. Und Sie als Kombination. Das stelle ich mir einfach für ein Semester absolut cool vor. Jetzt bitte wirklich nicht böse sein bei Ihnen beiden. Jetzt bitte wirklich nicht schmollen.
Sie beide waren eindeutig, Sie waren besser. Das ist gar nicht das Thema. Aber für diese Doppelmoderationsidee kann ich mir es bei den beiden besser vorstellen, weil die auch durch das ganze Auftreten zusammen ganz unterschiedlich rüberkommen. Es sind zwei ganz unterschiedliche Charaktere, die ich mir über ein Semester in sehr unterschiedlichen Rollen, in sehr unterschiedlichen, ganz unterschiedlich vorstelle. Und wir haben hier eine gewisse Tradition, die alles andere als Demokratie bedeutet. Am Schluss entscheidet das doch ich, in dem konkreten Fall, und lag oft auch daneben, glaube diesmal aber nicht daneben zu liegen. Okay, Entscheidung getroffen. Okay, wir haben eine Entscheidung. Also Ali und Emma sind unsere Gesichter für OrgaTV im Sommersemester 2012. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Applaus. Dann ist mein Job eigentlich überflüssig. Ich bedanke mich bei der Jury. Vielen Dank, dass Sie geholfen haben. Vielen Dank bei allen Kandidaten. Und ja, von meiner Seite kann ich nur sagen, ich bin jetzt raus. Die neuen Gesichter sind ab nächste Woche hier an dieser Stelle. Und die letzten zwei Worte gehören natürlich den neuen Gesichtern von OrgaTV. Viel Spaß, eure Abmoderation. Komm ein bisschen mit. Ich hoffe wirklich, dass es ein gutes Semester wird mit OrgaTV und ich freue mich schon. Also sehen wir uns nächste Woche bei OrgaTV um 18.18 Uhr am Mittwoch. Einschalten. Tschüss. Tschüss. Tschüss.